Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Messerreview. Wahrscheinlich eines der kürzesten Messerreviews, die ich jemals machen werde oder gemacht habe. Ob ich das schon mal verfilmt habe, weiß ich nicht. Es handelt sich hierbei um das Modell Adventurer oder auch Solo. Das ist dann irgendwann mal umgenannt worden. Ich kenne es noch als Adventurer. Hab mal eins dem Ralf Ralfson geschenkt und 108 mm Modell. Viele werden das 108 mm wahrscheinlich eher kennen als BW Stumpf. Das hier ist die Solo-Version, das heißt, wir haben nur ein Tool da dran, das ist die Klinge. Sonst nichts, kein Zahnstocher, kein Luscht, aber mit einem sehr ungewöhnlichen Feature. Das Lanyard-Loch. So ist es für Victorinox sehr ungewöhnlich. So, gehen wir mal Tabletop und gucken uns mal die Maße an. Obwohl es ja doch relativ simpel ist. Aber gucken wir mal. Tabletop. Ja. Tabletop. So, da haben wir es. Da haben wir eine Gesamtlänge von 19,1 Zentimetern. Eine Klingenlänge von 8,5, ja? Und verwertbar 7,3, 7,4. Wiegen, du das Schätzchen? Sanfte 53 Gramm, ja? Sind das nicht sehr gut? Verbaut ist ja der typische Victorinox-Stahl. Eine Zeilenkolonne, ich glaube 1, 2, heißt er nicht gesehen. Irgendwas, Kuckuck. Entspricht so in etwa dem 440A, aber mit einer wesentlich besseren Härtung. Die Klingen von Victorinox, die kriegst du einfach nicht runtergerockt. Wenn man anständig zu schärfen weiß und umzugehen weiß, wie man sie zu schärfen hat, wenn man sie nach dem Gebrauch mal übers Leder zieht oder so. Ich meine, es gibt viele Leute, die ziehen das dann einfach über einen Diamantstab oder mit der Flex schärfen sie es oder ruinieren sie das. Und dann sagen die nach einem Jahr, es war ganz schnell runtergerockt, das verstehe ich. Aber fachmännische Unkenntnis entschuldigt das nicht. Ja? So, wir haben hier vorne, direkt an der Klingenwurzel, 2,3 mm. Hier so, da wo die Beugung anfängt hier, da, gucken. Läuft also dann schon hier vorne nach 1,3 mm aus. Hier vorne an der Spitze liegen wir dann etwa bei 0,1 mm. Ja? Das ist, nenne ich Hardcore. Ja, also die Klinge ist extrem ausgeschärft und ausgedünnt. Nur mal ganz kurz hier vorne direkt an der Spitze. Nur 0,1, okay. So, die Griffdicke werden wir dann bei 11,3 mm Griffhöhe. 22,5. Das verjüngt sich je nach der Außenseite. Das Modell gibt es nur in Rot. Es gab es auch mal in Grün. Dann gab es noch eine Version mit, als es dann umgenannt wurde, hieß es dann Solo. Dann gab es eine Version, die hieß Solo Plus. Da war dann noch ein Korkenzieher dran auf der anderen Seite. Warum auch immer. War wohl gedacht für die Weinfreunde. Man hätte auch sagen können, das Schweizer Sommeliersmesser. Aber sei es drum. Dennoch finde ich, auch das hier sollte man mal gezeigt haben. Ja. Wie gesagt, viele werden es wahrscheinlich auch aus ihrer Bundeswehrzeit aus den 70ern und 80ern kennen. Da gab es dann noch eine weitere Klinge mit einer Holzsäge, einem Flaschenöffner, einem Schraubenzieher. Die Holzsäge hatte noch einen Schutz oben drauf. Dann war vorne der Korkenzieher, der Schraubenzieher
mit dem Flaschenöffner. Dann hatte man noch eine Ahle dran und ich glaube auch noch einen Korkenzieher, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich habe das BW-Stumpf leider nicht mehr. Ich habe es verschenkt an meinen Freund Malcolm von John J. Rambo 111, der jetzt JJR Survival heißt. Ja, ein Messer, das, wenn man es noch kriegen kann, so in etwa bei 8 bis 10 Euro liegt. Meine Version hat seinerzeit, ich weiß nicht mehr, 15 Mark gekostet. Ich habe die Version hier schon recht lange. Hatte dann eine mal nachgekauft. Da hieß das dann schon Solo. Und habe das dem Ralf Ralfson geschenkt. Das ist halt ein sehr simples Messer. Halt von Schweizer Taschenmesser recht wenig dran. Ja? Aber von der Größe her gibt es nur diese Version. Würde mir wünschen, die würden daraus auch mal eine Alox-Version machen. Also warum machen die nicht aus den größeren Modellen auch mal ein Alox? Da wäre es vielleicht auch interessant, mal für einen Custom-Maker da mal andere Griffschrauben drauf zu bauen. Zum Beispiel Olivenholz, so richtig schönes, gemasertes Olivenholz. Wenn man dann noch das Schweizer Kreuz reinmacht. Oder interessant wäre das vielleicht mal hier mit einem weißen Kreuz. Oder eine ganz simple schwarze Version. Ja. Kommen wir zum Fazit. Oh, das ist ein nicht beängstigendes Paragraph 42 Taschenmesser. Ja. Kostet viel. Passt gut in den Handschuh. Größe 9,5 bis 10 Hand. Ja. Wenn man es überhaupt noch kriegen kann. Ich weiß gar nicht mehr, ob man es überhaupt noch kriegt. Wenn ja, ich suche für euch jetzt mal. Also bei Amazon habe ich leider nichts gefunden. Da findet man dann zum Beispiel das Excelsior. Das möchte ich mir auch noch holen. Ist auch so ein Einklingenmesser. Immer so für. Und dann gibt es ja noch die Version mit Alox-Schalen. Der Roger. Alias Swiss Bianco hat mal dieses Messer modifiziert. Ich glaube, mit einer anderen Klinge hat er es rausgebracht. Mit einer Pen-Plate-Klinge. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Roger, wenn du das Video siehst, tut mir leid, amigo. Ich weiß das leider nicht. Hat auch nie das Vergnügen, dieses Taschenmesser von dir mal in der Hand zu haben. Es war auch limitiert. Wird es wohl gar nicht mehr auf dem Markt geben. Solltest du über eine Neuauflage drüber nachdenken. Ja? Kleines Schnitz-Taschenmesser. EDC. Tauglich auf jeden Fall, Slip John 42R konform, kann ruhig einklappen, hat noch genug Platz im Heft. Ja. Über Victorinox muss ich überhaupt nichts mehr fazitifizieren, praktisch. Ja. Schönes Messer, und aber ich denke mir so mit schönem gemaserten Olivenholz geht das schon Richtung Gentleman-Taschenmesser. Und ich sage, ja, kann man haben, wenn man es noch kriegt. Vielleicht guckt ihr mal auf dem Zweitmarkt bei eBay, weiß der Kuckuck wo oder wie auch immer. Meins habe ich jetzt schon so lange, das habe ich glaube ich am Anfang meiner Kraftfahrerkarriere gekauft, als Vespa-Messer für meinen LKW. Deshalb ist das auch noch so gut in Schuss. Habe ich nie für irgendwas anderes großartig benutzt als mal zu Vespern. Ja, ist halt ein. Standardgröße eines Küchenmessers, aber mit der Klappfunktion. Ach, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Matjut, schwenkt der Hut, tschüss ab und schwenkt die Kappe.